Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten kann ich mein PV-Modul mittels Rückstrom heizen. Das schauen wir uns heute mal an, ob das funktioniert, ob ich was schön beheizen kann. Und was brauchen wir dazu? PV-Modul, Labornetzteil und das sage ich gleich mal vorweg, mit dem kleinen Modul hat es nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, ob es mit dem großen funktioniert. Also es ist ein großes Modul. Das ist so mein Demo-Modul, das hat hier das Glas zerbrochen, deswegen kann ich mit dem eigentlich machen, was ich möchte. Und das machen wir jetzt auch. Also ganz einfach hier die beiden Stecker angeschlossen, Plus und Minus, kennt ihr die MC4-Stecker und aufs Netzteil. So, die Open-Circuit-Spannung, was ich hier habe, ist bei 22,5 Volt. Und da muss ich jetzt drüber gehen. Also ich gehe Plus auf Plus, Minus auf Minus. Und so. Dann schauen wir mal rein. Und so 8 Volt, 9 Volt, sieht ihr, da fließt noch gar nichts. Und jetzt 12, kommt jetzt hier ganz minimal was. Und es heißt, also so 50-60% kann man noch drauf gehen. Aber wie schon gesagt, nicht übertreiben. Also auch komplett auf eigene Gefahr mit eurem PV-Modul, was also hier was abbraucht etc. So, jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Also wird irgendwas wärmer. Ich habe hier 24 Grad. Ein bisschen warm eingeheizt. So, und jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Also das war die Initialtemperatur. Jetzt haben wir hier 3x 75 Watt. So, zum Schneeschmelzen muss ja das Ganze irgendwie. Also man erkennt, das Teil wird jetzt allmählich immer wärmer. Und Stück für Stück wird das wärmer, weil ist ja klar, irgendwo muss die Leistung entsprechend hinkommen. Und von dem her, also es ist machbar. Bis jetzt kann man wirklich sagen, 75 Watt. Irgendwo wird es hier verbrannt. Hier wieder oben ist schon bei knapp 26 Volt, Grad. Also man sieht, jetzt höre ich mal an dieser Stelle auf. Das würde funktionieren. Also, hören wir mal hier auf. Nicht, dass wir es zusammenbrennen, die brauchen wir noch. Ja, also ist bis jetzt theoretisch machbar. Jetzt liegt es an euch. Soll ich das mal mit Schnee etc. probieren? Mal einfach Schnee draufwerfen und etc. und schauen, ob er schmilzt. Das einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also, funktionieren tut's. Die ganze Geschichte. Jetzt noch für die ganzen Interessierten. Wie sieht's denn aus, wenn ich das verkohle? Spannung wieder runterdrehen. Was würde dann passieren? Das Ganze hier verkohle. So. Dann beginnt hier die Spannung gleich zu ziehen und das ist hier die Bypassdiode, was ihr kennt.
Die wird richtig schön warm jetzt. Und die brauchen wir noch, deswegen schalten wir jetzt hier wieder aus. Also, das so am Rande. Hat mit dem Modul jetzt hier super funktioniert. Bei dem kleinen hier habe ich es zuerst mal getestet und gehabt und gesagt, funktioniert nicht. Keine Ahnung, wenn man da über die Leerlaufspannung von 10,8 Volt kommt, bei dem Modul geht nichts weiter. Keine Ahnung warum. Vielleicht wisst ihr es, ich weiß es nicht. Hat auch hier hinten eine Diode drin gehabt. Also war immer bei so einer Anlage dabei. Habe ich mal aufgehebt. Also bei dem funktioniert es nicht, bei dem funktioniert es. Also kann man auch als Heizung hier nehmen. Na gut. Also, aber wie gesagt, kommentiert es mal runter, wenn euch interessiert, mit Schnee etc. Dann ja, mache ich sowas. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.